Hallo liebe Tauffreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, diesmal zu einem sehr persönlichen Video von mir. Wenn ich mit Freunden übers Tauchen rede, sind alle immer recht begeistert, sagen, wow, cool, das würde ich auch gerne machen, aber da unten sind doch gefährliche Tiere, habt ihr keine Angst vor Haien oder so? Ich habe immer Druck auf den Ohren oder auch in den Nasennebenhöhlen, ich glaube, ich kann gar nicht tauchen gehen. Oder, ja, wenn man so auf 20, 30 Metern ist, hätte ich total Schiss, wenn mir die Luft ausgeht und ich einfach nicht mehr hochkomme. In diesem Video möchte ich euch meine Top 3 Ängste oder Herausforderungen beim Tauchen zeigen und auch, wie ich sie immer wieder überwinde oder auch schon überwunden habe. Platz Nummer 3 ist eher ein Thema, das, glaube ich, die Tauchanfänger unter uns berührt. Und zwar ist es ja so, dass wenn man in ein neues Tauchgebiet kommt, sind die Tauchsites natürlich neu, der Guide ist neu, die Leute auf dem Boot kennt man vielleicht auch nicht, haben einen anderen Erfahrungsschatz als man selbst. Und natürlich hat man auch immer andere Transportmittel, wie man dann zur Diveside kommt. Abhängig davon ist es natürlich auch, was ihr selbst mit aufs Boot mitnehmt oder was schon auf dem Boot ist oder da von den Angestellten hingetragen wird. Ich hatte immer Schiss, dass ich irgendwas vergesse und das ganze Boot mit mir wieder zurückfahren muss, um zum Beispiel meinen Bleigurt, meine Flossen, vielleicht sogar auch meine Maske wieder zu holen. Deswegen einfach immer auf den Instructor hören, was ihr mitnehmen sollt. Und wenn ihr auf dem Boot seid, unbedingt checken, dass all euer Equipment mit dabei ist. Natürlich kann es auch passieren, dass wirklich mal was vergessen wird. Dann ist es halt einfach so, dann muss das Boot mit euch umkehren. Und ihr wisst es schon selbst, glaube ich. Also wenn mal was vergessen wird, dann gibt man einfach den anderen Dive Buddies abends ein Bier aus. Oder einige Boote haben da schon vorgesorgt, dass man, wenn man was vergisst, den ganzen Tag über bei den Tauchgängen ein nettes Anhängsel an seiner Flasche hat und das sieht dann so aus. Platz Nummer 2 war lange Zeit eine meiner größten Ängste beim Tauchen. Wie einige von euch wissen, trage ich ja Kontaktlinsen. Ich trage die auch beim Tauchen und von daher war es mir sehr, sehr wichtig, dass ich eine gute Maske habe, die zu mir passt, war ja eins der ersten Teile meines Equipments. Und natürlich war in sämtlichen Kursen, wo es gefordert war, diese Maske-Ausblasen-Übung für mich eine große Herausforderung. Ich habe sie aber angenommen, habe immer fleißig geübt, nicht nur im Pool, sondern auch jetzt immer noch bei den Tauchgängen mache ich das immer mal einfach, um sicherer zu sein. Und dann ist es mir wirklich vor einem Jahr passiert, da waren wir in Thailand, glaube ich. Ja, in Thailand tauchen, wo wir an der Wand waren und ich habe nur von oben auf einmal so Flossen gesehen, da war eine andere Gruppe und auf einmal machte es wirklich BÄM! Und die Maske war weg. Und ich habe zum Glück ganz schnell reagiert, konnte die noch hier fassen, habe aber natürlich schnell die Augen zugemacht. Ich hatte Glück, es war ein Taucher neben mir, der hat mich sofort geschnappt, weil man gerät automatisch in so eine Schockstarre. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass euer Buddy oder ein anderer Taucher sehr, sehr nah an euch dran ist, direkt schnappt. Und dann hatte ich genug Zeit, genug Ruhe, tief durchatmen, die Maske wieder aufzuziehen und auszublasen.
Was ich immer verabredet habe mit meinem Buddy, weil ich da einfach das Gefühl nicht für habe, dass wenn ich die Maske ausblase, dass er mir einfach, wenn er sieht, die Maske ist leer, einfach auf die Schulter klopft, dass ich weiß, okay, ich kann jetzt die Augen aufmachen. Es ist ein kleiner Trick, hat mir aber sehr geholfen und ehrlich gesagt, nach diesem Ereignis weiß ich einfach, mir kann da nicht mehr viel passieren, denn ich habe diese Situation sehr erfolgreich gemeistert. Noch ein kleiner Nachtrag zur Kontaktlinsen-Brillen-Problematik. Ich weiß natürlich, dass man Taucherbrillen auch mit Sehstärke kaufen kann. Ich habe allerdings minus 8. Das heißt, wenn ich mit einer Brille mit Sehstärke aus dem Wasser komme und diese absetze, sehe ich nicht mehr viel und müsste entweder direkt in die Kabine, um meine Kontaktlinsen anzuziehen oder meine Brille anziehen, die aber auch keinen Sonnenschutz hat. Deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich einfach mit Kontaktlinsen tauche. Hat bisher auch sehr gut geklappt. Ich bin damit sehr gut gefahren. Ich habe noch nie eine verloren, glaube ich. Und von da ist das für mich die beste Alternative. Platz Nummer 1 meiner Tauchängste-Liste sind, Trommelwirbel, Nachttauchgänge in Klammern mit Haien. Ich bin ja generell nicht so ein großer Fan von Nachttauchgängen, denn ich bin auch ein kleiner Schisser und ich habe da immer so ein bisschen Angst, dass da irgendwas um die Ecke kommt, was mich erschreckt, dass mich vielleicht irgendwas anfällt oder mir irgendwas passiert. Und ich weiß aber, es gibt auch sehr schöne Nachttauchgänge. Ich war auch auf einigen. Ich überwinde mich auch sehr gerne, wenn es was Schönes, Tolles zu sehen gibt und genieße die dann auch. Aber es muss nicht immer sein. Haie sehe ich auch sehr gerne. Tagsüber im Wasser könnt ihr stundenlang angucken, wie sie da durch Wasser gleiten. Das sind wunderschöne Tiere. Aber es gibt einen Tauchgang, der hat mich wirklich an meine Grenzen gebracht, der diese beiden Sachen nämlich kombiniert. Und zwar ist es der Tauchgang auf den Malediven am Alimata House Reef. Die Story, die uns dazu erzählt wurde, und vielleicht könnt ihr mir mal sagen, ob das überhaupt stimmt, ist, dass das Hotel, das an diesem Riff liegt, immer abends die Essensreste ins Wasser kippt und dadurch entsprechend viele Fische auch immer dahin kommen. Und das lockt dann auch wohl entsprechend Haie an. Es sind Ammenhaie, das sind eigentlich Tiere, die uns jetzt nicht so gefährlich werden können. Und deswegen ist dieser Tauchplatz auch sehr für Nachttauchgänge beliebt. Wir waren auf den Malediven und natürlich durfte auch dieser Nachttauchgang nicht fehlen. Alles fertig gemacht, rein ins Wasser, runter und schon schwamm der erste Hai vor mir vorbei. Und ich so, na super. Runtergegangen, eingehakt, es ist ein bisschen Strömung, die Gruppe muss auch zusammenbleiben. Und ich war da ganz brav mit meiner Taschenlampe, leuchtete nach vorne, habe so ein bisschen rumgeguckt und auf einmal merke ich, wie zwischen mir und meinem Buddy so eine Bewegung war. Und ich schaute nur so und denke, scheiße, ein Ammenhai, der sich so schön durch uns durchschlängelt. Natürlich gab es dann auch ein paar panische Momente bei mir. Ich habe mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Viel Luft verbraucht natürlich auch. Zum Glück war es ein Nachttauchgang, da braucht man ja nicht so viel Luft oder man bleibt nicht so lange unten. Und habe dann überlegt, okay, Angie, tief durchatmen. Um dich herum sind ganz nette Taucher, die passen alle auf dich auf. Und ich bin auch tatsächlich unten geblieben, habe versucht, meine Ängste mit tief durchatmen zu überwinden. Und ja, die Bilder von diesem Tauchgang seht ihr jetzt.
Tauchängste-Liste wiedergefunden oder habt ihr komplett andere Ängste, die ihr vielleicht sogar schon überwunden habt beim Tauchen? Oder habt ihr noch gar nicht mit dem Tauchen angefangen und ihr habt mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen? Lasst es mich einfach unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Video.